Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Das letzte Mal haben wir gesprochen über magnetisch nicht gekoppelte Spulen und zwar deren Serienschaltung. Heute sprechen wir über magnetisch nicht gekoppelte Spulen und zwar deren Parallelschaltung. Okay? Schauen wir uns das an. Parallelschaltung von Spulen, magnetisch nicht gekoppelt, habe ich wieder aufgezeichnet. Ich will also im Prinzip diese Schaltung hier ersetzen durch eine Ersatzinduktivität, so dass sie von dieser Seite, dass ich es nicht unterscheiden kann. Okay? Wie groß muss also diese Ersatzinduktivität sein? Das ist das Ziel. Wollen wir sich die Schaltung da mal anschauen. Das heißt, Parallelschaltung, alle Spannungen sind gleich. Okay? Also das ist ja das U0 ist gleich U1 ist gleich U2 ist gleich U3 ist gleich, Punkte, 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 UN sollten es mehr sein. Okay, also die ganzen Spannungen sind auf alle Fälle gleich. Was dann noch gilt natürlich, Knotenregel in diesem Punkt hier. Sie sehen anschauen, ja, da ist ein Knoten. Summe der zufließenden Ströme ist gleich Summe der abfließenden Ströme. Das heißt, zufließen ist I und abfließen tut I1 und I2 und I3 und wollen wir wieder extrapolieren bis IN. Okay. Also erweitern wir einfach bis N. Man kann sich das ja vorstellen. Passt. Ja. Also das ist das Beispiel und das wäre praktisch die Erweiterung. Es gilt natürlich nach wie vor der Zusammenhang mit U1. Ist gleich L1 mal Delta I1 durch Delta T. Bleibt es da. Durch Delta T. Ja. Wir machen wieder den Infinitesimalübergang. Das heißt, dieses Delta hier wird sehr klein, aber gerade so, dass er trotzdem da ist. Das heißt, L1 DI1 noch dt1. Noch dt. Brauchen wir kein 1. T ist übrigens das gleiche. Ja, das bedeutet nämlich auch, dass die Änderungsrate des Stromes, okay, ist gleich U1 dividiert durch L1. Einfach umgeformt. Okay, und das kann ich jetzt natürlich D2 noch dt ist gleich U2 dividiert durch L2 DI3 noch dt, schau, also ein bisschen bunt habe ich es zusammengebracht, ist gleich U3 dividiert durch L3 und so weiter. Das heißt, mein DIN nach DD, die Änderungsrate des Endenstromes, ist mein U4 dividiert durch LN. Ah, U4, UN natürlich. Endespannung. Gut, jetzt überlegen wir uns das. Was heißt das für ein Delta I, ja, das gesamte, wie viel ändert sich der Strom hier? Der ändert sich natürlich um alle Änderungen hier. Das heißt, Delta I ist gleich Delta I1 ist gleich plus Delta I2 plus Delta I3 plus und so weiter Delta IN. Okay? Jetzt dividiere ich diese Gleichung durch Delta D. Das heißt, ich kann ja links und rechts durch Delta D dividieren, ist doch kein Problem. Delta I durch Delta D ist gleich Delta I1 durch plus Delta I2 durch plus Delta I3 durch plus und so weiter plus Delta IN durch. Ja. Und da unten habe ich dann immer das Delta T stehen.
Und wenn ich das jetzt wieder ein Infinitesimalübergang mache oder man einfach das mit Delta überlegt hätte, dann kann ich da im Prinzip hier schreiben, das ist ja U0 dividiert durch L. Ja? Das ist ja das, das soll ja das sein. Ja? Das gilt ja hier genauso. U0 dividiert durch die Induktivität ist die Änderungsrate des Stromes. Haben wir da. Ja? Das ist gleich. Und da drüben haben wir U1 dividiert durch L1 plus U2 dividiert durch L2 plus U3 dividiert durch L3 plus und so weiter plus UN dividiert durch LN. Okay? Jetzt sind aber diese ganzen Spannungen gleich und das ist U0. Ja? Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes wie U0 dividiert durch L1 plus U0 dividiert durch L2 plus U0 dividiert durch L3 plus und so weiter plus UN dividiert durch LN. U0 natürlich auch. Ebenfalls U0. Na, was ist jetzt los? Ebenfalls U0. Jetzt habe ich hier U0 durch L ist gleich, jetzt kann ich durch U0 dividieren. Also links auch U0, über rechts habe ich U0 und es kommt heraus, die Formel 1 dividiert durch L ist gleich 1 dividiert durch L1 plus 1 dividiert durch L2 plus 1 dividiert durch L3 plus und so weiter plus 1 dividiert durch LN. Das ist also die Ersatzinduktivität. Okay? So berechnet sich die Ersatzinduktivität. So etwas kennen wir von der Parallelschaltung von Widerständen, da hat man das, Ersatzwiderstand hat man ganz genauso berechnet. So schaut das aus. Okay, Kassel, was anrein. Wichtig dabei ist natürlich immer, magnetisch nicht gekoppelt. Wenn die nämlich untereinander magnetisch gekoppelt sind und eine Spannung die andere Spannung beeinflussen kann aufgrund eines veränderten Flusses, dann schaut es anders aus. Ja? Aber das wäre praktisch die Ersatzinduktivität für magnetisch nicht gekoppelte Spulen. Nächstes Mal schauen wir uns ja an, wie sich so eine Spule im Gleichstromkreis verhält. Also da haben wir es ja angeschlossen gehabt und das war's. Nächstes Mal schauen wir an, was passiert da beim Einschalten, beim Ausschalten und so weiter. Wie verhält sich da eine Spule? Ja? Wenn wir sie zuerst allgemein anschauen, das nächste Video. Also, nächstes Video, Induktivität im Gleichstromkreis. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.